Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Ranglistenmodus, Erash weiter mit dabei. Ich nehme die Burg. Welcome to Use an Nova. Emote in-game. Wie geht denn das? Ach so. Ja, später vielleicht. Ja, wir haben heute eine Runde. Das komplette Game ist deutsch, also vier Deutsche. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Deutschen hier besser sind in den Spielen als manche andere. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber vielleicht hasseln wir halt einfach richtig hart rein. Das kann gut sein. Die weg. Seeschlangen mit rein. Reicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da wollen wir was hinstellen, da wollen wir was hinstellen. Wir packen die hier hin. Ja, ich muss gerade ein bisschen abzählen, weil mir nämlich gesagt wurde, wenn ich eine Seeschlange habe, soll ich mindestens 6 Abstand haben. Damit ich auch schön in die Backline reinkomme. Und ich neige dazu, immer die Einheiten zu weit vorne hin zu platzieren. Deswegen machen wir das diesmal so. Könnte einfach auch eine riesige Wurzelqualle platzieren, na? Wenn ich jetzt schon mal diese Wüstenpilger habe, könnte ich das machen. Dafür müsste ich aber die Masken woanders hin platzieren. Wenn ich so eine dicke Wurzelqualle hinstellen will, muss ich die dahinter packen. Ja, wir machen das mal. So, schicke einfach mal eine Echse mit rein. Er hat sogar einen zweiten platziert, okay. Hat er ganz schön verkackt alleine. Ja, verkackt ein bisschen weniger. Aber da bin ich gut durchgekommen. Sehr schön. Jetzt platziere ich da eine Wurzelqualle daneben. Und zwar hier. Zack. Wurzelqualle da. Ich könnte rundum auf jeden Fall noch die goldenen Beschützer bauen und dann könnte ich eine riesige Wurzelqualle hinstellen. Wir gucken mal, wie das Game läuft. Aber die Wurzelqualle steht vorne. Das ist ein Pyro. Wir könnten jetzt was schicken. Wenn der Pyro verkackt, könnte er die Blut reinhauen. Ja, alternativ dann halt eben, wie gehabt, auf 6. Ich platziere tatsächlich lieber schon mal einen hiervon. My ancestors. Damit ich den magischen Schaden habe für die 5. Das ist wichtig. Er sammelt wirklich lange. Ich glaube, er will wieder auf die 6 gehen. Auch den Zeus hingestellt. Kann natürlich gut sein, dass die anderen beiden auch zusammen spielen. Und sich dann absprechen, da wird es immer ein bisschen schwieriger. Aber oh, wir sind doch geübt mittlerweile, dass wir auch solche Kämpfe gewinnen. Ja, gar kein Problem. Ja, das bisschen.
für uns Zeus. Das heißt, er sollte auf jeden Fall, wenn er auf 6 geht, einen Unhold mit reinschicken. Zweite Maske. Hat eine Schnecke platziert, damit er genug Gold hat für den Metzger. Ja, die Goldwerfer sind halt am Anfang nicht so gut. Die haben nicht so, sind nicht so stark halt mit 53. Ja, aber du sollst auf jeden Fall noch Unhold reinschicken. Aber wenn man die Goldwerfer aufgewertet hat, sind die ganz gar nicht. Da sind die gar nicht so schlecht. Das können wir natürlich hier noch einen hinstellen. Und können das so ein bisschen. Ja, wohl ein Worker. Können wir das noch so ein bisschen verbreitern. Let's go, boys. Ja, der Unhold ist wichtig, einfach für den Zeus und für den Piraten. Okay, jetzt sammeln sie. Für Sora. Der Unhold ist schon tot. Aber vielleicht hat er wenigstens ein bisschen was gekonnt. Ich sollte durchkommen. Geblockt. Ja, wir sollten jetzt King machen. Wir sollten auf jeden Fall jetzt wieder auf den King gehen. Wurzelqualle aufgewertet. Was soll ich zu den Goldwerfern sagen? Die Goldwerfer haben nicht so viel DPS. Erst wenn die aufgewertet sind. So rum. Ist ja tatsächlich der Fall. Oh nein, wohl kein Worker. Er hat nichts geschickt. Der sammelt noch. Da muss ich aufpassen. Nein, du nicht. Ja, weil so das Upgrade macht ihn mal 3. So. Mal 3 Leben, mal 3 Angriff. So, das ist halt. Aufwerten ist immer sehr wichtig. Und 40. Ah, ich hätte Masken aufwerten sollen. Das wäre auch wichtig gewesen. Aber die schönen Seeschlangen, die machen schon gute Arbeit. Also für mich wäre 10 gut. Schon noch Worker. Für mich ist auf jeden Fall die 10 gut. Schicke ich ein bisschen Stich mit rein für die Yozora. Und dann ist das Ding durch. Consider it done. Können noch eine kleine hinstellen. Alles sieht total kacke aus, was ich hier mache, aber. Ich mache trotzdem weiter damit.
der ist stark, wenn er aufgehört ist. Der muss eigentlich vorne stehen. Jawohl. Seeschlangenangriff. Okay, wir gucken mal. Wir können auf jeden Fall Stich mit reinschicken. Eine gute Portion. Hat eine Elite Archer. Hm. Wir machen das so. Unhold und Brute. Was wir dann auch noch dazu bekommen. Ja, die Seeschlange aufzuwerten ist auch übelst stark. Weil die von 65 auf 252 geht. Das ist schon krass stark. Kriegt sie auch noch eine Schnecke zusammen. Ha! Die Archer können theoretisch auch nach vorne. Ich mache das nur, damit ich dann den die riesige Schockquelle habe. Er hat jetzt schon einen großen Piraten. Zwei sogar. Oh, er hat den Elite Archer aufgewertet. Abgewehrt. Hier ist ein bisschen was durchgekommen. Kleiner Erfolg ist auch gut. Wir müssen auf Stichwaves gehen. Hm. Wir gehen am besten auf die 12. Wegen den Piraten. Ja, ich sollte mal hier so eine Maske aufwerten. Nachher. So, schick auf jeden Fall den Drachen rein, weil da vorne goldene königliche Wächter sind, das er jetzt gebaut hat. Da muss ich aufpassen. So, wir werden jetzt hier mal die Maske auf. Das muss jetzt einfach mal passieren. Ich kriege noch Blut rein. Ich glaube, bei dem müssen wir wirklich. Bei dem müssen wir da wirklich sehr lange sammeln. Ist ja was passiert. Jetzt 260. Die Piraten sind wirklich übelst stark. Noch ein Elite Archer gebaut, kleiner. Woll. Sehr schön. Wir haben auch verkackt. Alle verkackt. Noch holen. Wir haben auch 260 bekommen. Okay, wir sollten Upgrades machen. Weil wir sind einfach noch nicht so stark, dass wir da viel machen können. Millennium. Millennium haue ich auf jeden Fall hin. Den kann ich gut gebrauchen.
Oh, kam nicht mehr raus. Ich habe zu viel gebaut, du kommst gar nicht durch mit deinen Wichteln. Ah, die Seeschlangen sind wirklich sehr gut. Siebzehn wäre wohl nicht schlecht. Ich lasse ihm auch mal noch ein bisschen was. So, wir werden hier noch eine Wurzelqualle auf. Und dann hole ich noch einen Healer. Wäre gut. Die down. Hier habe ich die Azora down, habe ich das alles weg. Wäre 16 auch gut? Nee. Yes, 16 wäre nicht gut. Yes, my Lord. 15 ist aber auch zu früh. Also wir sind gut durchgekommen. Was wir machen jetzt? Was machen wir jetzt? Weil wenn der jetzt schon rechts verkackt hat und dann gehen wir alternativ dann auf die 17. Das klingt gut. Oder auf die 18, so viel magischer Schaden ist gar nicht da, das ist Dreck. Und da hat er nur den Pyro und diesen Meeresdrachen. Ja, 18 ist gut. Wenn die nicht noch mehr dazu stellen. Ist 18 wirklich sehr gut. Hat mir wieder 200 geschickt. Ja, das schaffe ich. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wenn wir auf 18 schicken, soll Schluss sein. Die haben nicht so viel magischen Schaden. Dann müssen wir Stich mit schicken und dann ist eigentlich schon vorbei. Ich liebe diese Seeschlangen, die sind einfach zu gut. Die sind einfach zu gut. Der Schaden ist übelst stark. Guck mal, die halten auch mehr aus als die. Klar, sind ein bisschen teurer, aber... Das ist verrückt. Seeschlangenarmee. So muss es sein. Und die sammeln jetzt. Das kann uns egal sein. Aber die können dann immer noch extra blocken. Zack, weg, fertig. Jetzt soll ich den Beschützer aufwerten. Und Seeschlangen vielleicht. Mal sehen. Aber auf jeden Fall die. Ja, ne, sieht doch ganz gut aus. Da baue ich noch einen hin. Ja.
Dann schicken wir auf 18 richtig hart rein. Bisschen magischen Schaden mit. Er muss Stich schicken. Er sollte vielleicht einen Zentaur schicken oder sowas. So, ich werde auf jeden Fall magischen Schaden brauchen. Und ein bisschen Stich. Oh. Da hat sich gleich doppelt angefragt. Da will noch jemand mitspielen. Ich könnte theoretisch noch ein bisschen Stich reinhauen, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Deswegen, ich baue noch eine Hexe rein. Und dann den Rest, der übrig bleibt, der wird auf Stich gepackt. So, wir werten weiter auf. Zack, zack, zack. Kann ich keinen mehr aufwerten. Deswegen machen wir das so. Und eine weitere Seeschlange. Das kriegt 140 zusammen. Ja, ich glaube, ich gehe auf Echsen. Ja. Noch eine Schnecke mit rein und dann ist gut. Ah, die Hexe wird abkacken. Kommt raus, meine Schlangen. Jawoll! Wir haben halt wenig magischen Schaden. Das habe ich gut erkannt. Das habe ich sehr gut erkannt. Abgewehrt. Game over. Oh, ich konnte mein Emote gar nicht mehr machen. Na gut. Geile Runde. Das war eine weitere Runde von Legion DD2, Ranglistenmodus. Diamant 2 mittlerweile. Schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.